Kann man hier. Kann ich da irgendwie drüber? So, wir haben ja auch 1.500 Gold jetzt gerade. Ich möchte der Beste sein aller Zeiten. Was? Ich bin ein Pferdetrainer, mein Freund. Ich will sie alle fangen. Pokémon, geil. Alle Pferde? Nun, alle Arten von Pferden. Im Moment suche ich nach einem stinknormalen Pferd. Ein klassischer 0815er. Also ein einfaches Pferd mit 4 Hufen. Ich denke schon. Ich habe gehört, dass sie fast überall sind. Nur bin ich noch kein sehr guter Pferdetrainer. Noch nicht. Ich muss mein großes Abenteuer beginnen mit 0815. Kann ich. Komm. Gibt's. Ey, ich will dich essen. Ich will der Allerbeste sein, wo keiner vor mir war. Ich feier das, dass die eine Anspielung auf Pokémon gemacht haben. Das feier ich übelst gerade. Aber sonst gibt's hier nichts. Oh, Ausdauer wieder Marsch. Genau, mit F, nicht mit E. Das ist Blitz. So, dann. Hier in der Nähe gab es ja noch was. Warte mal, ist das ein 0815er? Kriegshufen, ne? Oh. Hat er mein Pferd geklaut? So, auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Mit der richtigen Ermutigung könnte ich dir einen exklusiven Tipp geben. Ich könnte dir einen exklusiven Hit geben. Voll in den Magen. Tja, ich sage dir das kostenlos. Wie wäre das? Mit freundlicher Genehmigung von Bob Gossip, Mitarbeiter von Gossip und sonst. Ich bin ganz Ohr. Eine Gruppe von Rittern ritt durch die Stadt, alle heldenhaft und tapfer. Sie sprachen über einen heiligen Gral, der irgendwo im Wald versteckt war. Er klang wie ein Schatz, wenn du mich fragst. Hm? Durchsuche die Wildnis nach den Rittern des heiligen Grals. Nice. So, Kriegshuf. Dann gehen wir runter und suchen den heiligen Gral. Oder die Ritter des Heiligen Grals. Da haben wir wieder ein Pferd, ein Schwert. Schwert befindet sich bereits im Inventar. Ah, ich dachte, die verbrauchen sich oder so. Dann hätte ich ein neueres holen können. Da wird es wieder Armbrust. Und. Vielleicht ist das dann 0815er? Das ist ein Läufer. Ja, egal, dann nehmen wir den Läufer. Hm, kein Gral hier. Dann reiten wir mal weiter und. So. Und schauen mal, ob hier hinten irgendwo noch einer ist. Das hier ist auch sehr interessant. Vielleicht gibt es irgendwas zu finden. Oh. Was ist das denn? Ein abgeschlachtetes Lager. Mit einem Hufeisen. Kann ich hier sonst noch irgendwas finden? Jo. Gold. Und was zu essen. Bei mir auch nicht. Und? Slot besetzt, drücke E, um den Bogen auszutauschen. Ja, Armbrust brauchen wir nicht. So, dann reiten wir hier.
Und schauen uns hier weiter um. Okay, mehr gibt es hier nicht. Außer dieses Pferd. Was ist das für ein Pferd? Blitz. Aber ein Schwarz. Schwarz-Rot. Wo müssen wir genau hin? Da und da sieht so aus. Okay. Dann hier. Hey, hast du hier einen heiligen Gral gesehen? Du suchst ihn auch, oder? Wir brauchen keine Konkurrenz. Oh. Oh, das war es gleich. Fuck. Okay, haben wir wenigstens überlebt. So. Dann hier runter. Warte, kann man hier vielleicht noch was zu essen finden oder sowas? Essen wäre jetzt auf jeden Fall gut. Denn ich habe jetzt nicht vor, gleich im Wald da drauf zu gehen oder so. Stopp, keiner kommt durch. Oh, ich denke aber schon, ich will den Gral. Dann nimm ein Schwert und kämpfe wie ein Mann. Oh. Nee, ich nehme den Bogen. Oh. So, die Lanze. Nein! Ah, schon wieder draufgegangen. Schon wieder draufgegangen. Ja, das kennen wir schon. Boah, jetzt hör mir mal zu. Du hast keine Arme mehr. Dieses? Ha, nur eine Fleischwunde. Kämpfe gegen mich, Feigling. Ich habe den beide Arme abgehackt. Och, wage es nicht aufzustehen. Wo ist dieser verdammte Gral? Digga, ich habe den einfach mal die Arme abgeschnitten. Da haben wir wieder einen Baden. Was? Wo ist unsere Wache? Die liegt flach und denkt über ihr Leben nach, gründlich. Oh je, es ist der dritte in dieser Woche. Du hast uns anscheinend auf frischer Tat ertappt. Ich bin Sir CJ von Andrea. Diese Brennerei sollte ein Geheimnis bleiben, das nur den verzweifeltsten Rittern bekannt ist. Geld könnte mein Gedächtnis löschen. Oh, toll. Du hältst dafür sogar eine kostenlose Flasche unseres exquisiten heiligen Gras. Aus der ersten Lieferung. Was ist das? Eine illegale Brennerei? Wir müssen das melden. Die Stadtwache wird uns schließen lassen. Wir brauchen Hilfe. Wir sind zu ritterlich, um sie aufzuhalten. Oh. Töte die Wachen, bevor sie die Stadt erreichen. Was? So, steig auf. Und los. Oh, muss ich die jetzt ausschalten oder was? Oh, nein! Ah, oh, Kontrollpunkt neu laden. Ja, das kennen wir alles. So, den Hufeisen holen wir uns später.
Nun zurück zu diesen Verrückten. So, dann klauen wir mal dessen Gold. Und den Hufeisen da oben. Und das hier auch noch. 5 Hufeisen, ja Mann. Möge die Himmel dich segnen. Ich nehme an, du hast die Wachen davon überzeugt, ihre Suche aufzugeben. Ja, sie sind vollkommen überzeugt worden. Es tut uns so leid, dass du wegen uns so viel Ärger hattest. Hier, nimm dies als Entschädigung. Und da du unser Geheimnis kennst, kannst du gerne vorbeikommen. Wir werden auch weiterhin deine außergewöhnlichen Dienste brauchen. Ja, nice. Quest abgeschlossen. Und wieder ein Upgrade. So, 3 verfügbar. Haben wir irgendwas für 3? Der kostet 8. 4. 8. 4. 6. 4, 2. Komm. Machen wir alles nach und nach. So, ich trinke eben noch einen Schluck. Und dann hier. Ladyboy des Sees. Diese verfluchten Franzosen. Sie haben eine wettbewerbsfähige Brennerei, die einen faulen Alkohol namens Schleimwein herstellt. Was geht mich das an? Die Lage ist sehr sicher, aber sie laden immer Frauen der Nacht zu sich ein. Diese Tiere. Eine ihrer Kurtisanen arbeitet für uns. Sie könnte die Tore für dich öffnen, damit du die Brennerei sabotieren kannst. Klingt echt dämlich. Und wieder sage ich, was geht. Wir zahlen 250 Gold. Nun, dann lass uns mit der Sabotage beginnen. Na also, ich bringe dich dann zum Treffpunkt mit unserer tüchtigen jungen Dame. Weiter zum Markt des Sees. Mit dem zusammen? Also, was ist dein Anliegen? Wie bitte? Ein Haufen alberner Blaubluter, die Alkohol machen? Ich verstehe nicht ganz. Naja, du weißt, wie es ist. Weiß ich nicht. Ich und meine lieben Freunde, wir wurden durch ein edles Unterfangen zusammengebracht. Die Suche nach dem mythischen Heiligen Gral. Wir reisten viele, viele Jahre und durchquerten viele, viele Länder, ohne Erfolg. Schließlich kroch Verzweiflung in unsere Gedanken, bis wir etwas fanden, was weitaus besser als der Heilige Gral ist. Alkohol. Es stellte sich heraus, dass dies ein sehr angenehmer Weg ist, um den Schmerz des Versagens zu lindern. Und dass viele andere Ritter auf der Suche nach dem Heiligen Gral diese Art von Medizin brauchen. Also haben wir angefangen, unseren eigenen Schnaps herzustellen, der mit größter Sorgfalt und existenzieller Angst hergestellt wurde. So, da vorne ist dann mein Pferd. Blitz, komm, steig auf. Und los. Wo müssen wir genau hin? Also hier dann rechts, dann wieder rechts, links, rechts und dann sind wir schon da. Okay. Gut. Und alle hopp. Oh. Hier. Na, das Pferd ist schon schnell. Das hat eine ordentliche Ausdauer, finde ich. Und da wären wir schon. Wer ist denn das? Ertrunken. Ach nee. Ja, Kontrollpunkt neu laden, komm. Ja, kennen wir alle schon. So. Dann ab zum Pferd. Ja, kennen wir auch schon alles. Und los. Und hier.
Und da wären wir. Oh, göttliche Frau, du bist hier, wie es meine Gefährten vorausgesagt haben. Ja, ja, schau mal, wir haben hier so eine Sache. Siehst du diesen Perversen hinter dem Felsen? Er hat meine Kleidung gestohlen und wartet jetzt darauf, dass ich aus dem See komme. Meine Güte, was für ein fauler, barbarischer Halunke. Ich werde diesen See verdammt nochmal nicht nackt verlassen. Selbstverständlich. Ich dachte, dass Nacktheit ein Teil der Stellenbeschreibung war. Klar, aber ich bin gerade nicht im Dienst. Ich habe Prinzipien. Lieber Guy, du musst dieses Monster bestrafen und die Kleider zurückholen. Ohne Dame werden wir die Franzosen nicht infiltrieren können. Ich bewundere nur die Natur. Ja, ja. Komm her. Töte den Perversen. Ja, da haben wir eine Wache. Ah, dann schaue ich mal, ob ich... Ich habe keine Munition mehr für den Bogen. Hä? Hallo, Hände weg, du Knilch. Ich bin unschuldig. Nein. Geh zurück zum See. Oh. Aber ich finde es gut, dass das Spiel auch von selber das zensiert. Dann brauche ich weniger mir Mühe zu machen, das selber zu versuchen. Okay, wo muss ich jetzt genau hin? Ach, hier. Geil, du wirst es nicht glauben. Drei seltsam pathetisch und autoritär aussehende Herren in roten Gewändern haben gerade unseren Agenten mitgenommen. Sie sagten etwas über Unzucht und Gottes Ekel. Warum, oh, warum muss Gott nur so sensibel sein? Großartige Arbeit. Wie sollen wir diese Franzosen infiltrieren? Nun, du hast immer noch die Frauenkleider. Nein. Geil, es ist von größter Wichtigkeit. Scheiße, nein. Wir zahlen doppelt. Dreifach, und du sprichst niemals ein Wort davon. Jetzt gib mir etwas Privatsphäre. Oh, geil. Ich hoffe, dass ich Buddy hier nicht antreffe. Fahre zu den Franzosen. Ah. Wo muss ich hin? Ja, okay. So, da wären wir. Hallo, wer ist da? Nur ein Mädel, das ein wenig Spaß vertragen könnte. Oh, Trebien, bitte komm. Zerstöre die Weinfässer. Oh, Trebien, ist es hier drin heiß oder bist du das? Oh. Meine Damen, ich glaube, ich habe mich einfach verliebt, ah. Oh, Trebien, ist es hier drin so heiß oder ist... Okay. Und du dämlicher Vollidiot. Oh, nein. Oh, oh. Nein. Nein. Oh. Okay, nochmal. Wie mache ich das am besten? Ja. Kennen wir schon? Das kennen wir alle schon. Wo ist mein Pferd? Toll, jetzt brauchen wir wieder ein neues Pferd. Da haben wir ein Pferd. Wieder ein Blitz. Aua.
Ladyboy des Sees. War ja diese. Nein, nein, nein. Ja, das kennen wir auch schon alles. Und dann schauen wir mal. Ja, kennen wir schon. Ah, das heißt, ich muss die Armbrust nehmen. Acht Schuss. Und jo, einen haben wir erledigt. Aua. Nein. Und da. Und da. Scheiße, ich glaube, die Wachen haben mich gehört. Wie kommst du drauf? So, und schnell. Weg. Ah, drei Fahndungen. Ja, dann muss ich die jetzt. Nein! Oh. So, und den haben wir erledigt. Dann nehmen wir sein Pferd. So, ich hoffe, die Fahndung geht jetzt gleich runter. Ich muss die Fahndung erstmal loswerden. Oder verschwindet die jetzt gleich? Oh mein lieber Guy, würdest du jetzt auch noch später wieder kommen? Ohne eine ganze militärische Truppe am Schwanz? Ja, dann. Ach nee. Muss ich die erstmal loswerden, ne? So, dann renne ich schon mal vor. Ein bisschen. So, den haben wir auch erledigt. Aua. Und schnell wieder dahin. Dann steigen wir eben hier drauf. Nein. Und schnell Leben aufladen. Ja,
Okay, den haben wir erledigt. Dann jetzt eben noch schnell hier hin, aufladen. Oh. Bitte seid ihr wieder ein Kuchen. So. Dann haben wir den erledigt. Aber die Wachen müssen wir loswerden. Kriegshuf. Die Fahndung muss weg. Dann suchen wir mal irgendwie irgendwas, damit wir das loswerden. Ja, ihr weg von mir. So, der ist weg. Ach nee. Hoppla. Und so, das Gold auch noch. Und so, den haben wir auch noch ausgeschaltet. So, 30% Leben wiederhergestellt. Und dann schauen wir mal. Ne, die werden hier nicht markiert. Aber hier müsste es irgendwo. Warte, Pimper Horse. Da können wir hin. Wo geht's lang? Einfach hier geradeaus, die Straße. Okay. Dann lackieren wir unser Pferd um. Und. So. Gott sei Dank für den privaten Sektor. Nun zu den Rittern. Okay, dann haben wir es jetzt geschafft. Oh, das war blöd. Hey, aus dem Weg. Dann da wären wir. Dort sind schnell gesagt, mein tapferer Krieger. Wir sind dir sehr dankbar. Du bist unser wahrer Freund. 750 Poliergold erhalten. Und Quest abgeschlossen. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir machen eben noch ganz schnell hier. So, warte mal. Das hier. Upgraden. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall zur nächsten Aufnahmesession. Und ciao.
from a baboon's bar.